Deutschland. Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Arthur Fischer, der Dübel und 1000 Patente. Zum Prolog. Liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen kurzen Vorträgen die goldene Seite der deutschen Medaille zeigen und pflegen, weil sie heute wenig bekannt ist und auch wenig vermittelt wird. Bis 1914 waren wir weltweit bekannt und bewundert als das Volk der Dichter und Denker. Ich stelle in alphabetischer Reihenfolge einige vorbildhafte Persönlichkeiten aus den Naturwissenschaften und der Technik vor. Ihre Biografie, ihre Arbeit und die Folgen daraus werden kurz skizziert. Wissenswertes aus Naturwissenschaft und Technik möchte ich näher bringen. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Hier ist das Inhaltsverzeichnis als Übersicht zur Dokumentation und zum Nachlesen. Ich habe 63 Personen ausgewählt und alphabetisch geordnet von Albertus Magnus bis Konrad Zuse. Arthur Fischer, der Dübel und 1000 Patente. Zunächst zur Biografie. Arthur Fischer wurde am 31. Dezember 1919 in Tumlingen, einem Ortsteil von Waldachtal im Schwarzwald, geboren und starb am 27. Januar 2016, ebenfalls in Tumlingen, mit 97 Jahren. Er war der älteste Sohn des Dorfschneider-Ehepaares Georg und Pauline Fischer in Tumlingen im Schwarzwald. Nach der Realschule und einer Schlosserlehre war er im Kriege Flugzeugmechaniker und verließ den Kessel von Stalingrad mit dem letzten Flugzeug. 1947 heiratete er Rita Gonser, mit der er eine Tochter und einen Sohn hatte. Nach dem Kriege begann Arthur Fischer 1948 in seiner Einmannwerkstatt mit dem Bau von Webstuhlschaltern und elektrischen Feuerzündern. Er hatte ständig neue Ideen und wurde einer der produktivsten Erfinder weltweit mit 1136 Patenten und Gebrauchsmustern und damit etwa gleich zu Thomas Alva Edison. Zum Beispiel entwickelte er 1970 einen Dübel zur Fixierung von Knochenbrüchen. 1998 entwickelte er essbare und kompostierbare Kinderbausteine aus Maisstärke und Lebensmittelfarben. An seinen Sohn Klaus Fischer übergab er 1980 die Fischerwerke in Waldachtal. Sie sind aus einer kleinen Werkstatt von 1948 hervorgegangen. Seit 2001 vergibt eine von ihm gegründete Stiftung Preise für innovative Erfinder. Zum Werk von Arthur Fischer und seiner Wirkung. Seine bekannteste Erfindung ist natürlich der Polyamid-Dübel, der Kunststoffdübel von 1958. Ursprünglich verbanden im Hausbau Holzdübel die Balken, eine ganz andere Art von Dübeln. Vor den Spreizdübeln wurden Löcher in das Material geschlagen und dann ein Stück Holz eingemörtelt. Hier im Bild. In dieses konnten dann Schrauben eingedreht werden. Seit 1910 gab es in England und Deutschland von verschiedenen Erfindern Vorläufer der Spreizdübel aus verschiedenen Materialien, aus Holz, Hanfseilen, Tierblut sogar, Metall und zuletzt Nylonfäden. Am erfolgreichsten hat sich aber durchgesetzt Fischers Polyamid-Dübel von 1958. Die Schraube schafft sich ein Innengewinde und spreizt den Dübel, daher muss sie etwas länger als der Dübel selbst sein, zumindest um einen Schraubendurchmesser. In verschiedensten Formaten sind die Fischerwerke mit 15 Millionen Dübeln pro Jahr noch heute weltweit der größte Hersteller. Weitere wichtige Erfindungen von Arthur Fischer. Bereits 1950 entwickelte er einen Synchronblitz zum Fotografieren für die Agfa, der das gefährliche Blitzlichtpulver mit dem leicht brennbaren Magnesium ablöste. Seit 1964 wurde das Fischertechnik-Baukastensystem eingeführt, das Kinder mit Fantasie an Technik heranführt und ständig erweitert wird. Ursprünglich wurden die Baukästen als Weihnachtsgeschenke für Kinder der Kunden entwickelt.
Die Bausteine von Fischertechnik sind vielseitig kombinierbar und haltbar. Die Weiterentwicklungen halten mit der Technik Schritt. Sie umfassen jetzt elektronische Bauteile, Kameras, Solarzellen und Controller sowie zuletzt auch WLAN. Wegen ihres pädagogischen Konzeptes sind die Baukästen nicht nur an Schulen, sondern auch an Hochschulen und in der Industrie beliebt. Eine ganze Fanwelt mit Clubs in mehreren Ländern hat sich gebildet. Zum Abschluss des Werkes und der Wirkung von Arthur Fischer. Arthur Fischer gründete die Fischerwerke im Heimatort Walldachtal im Schwarzwald, die heute in zweiter Generation, jetzt von seinem Sohn, als Unternehmensgruppe mit 5 Geschäftsbereichen mit 5.200 Mitarbeitern geführt werden, davon 2.000 Mitarbeiter in Deutschland. Die Hälfte des Umsatzes wird in Deutschland erwirtschaftet. Die Innovationsfreude wirkt bis heute nach. 2001 wurden aus der Belegschaft 13 Patente pro 1.000 Mitarbeiter angemeldet. Der Industriedurchschnitt liegt bei 0,5 Patenten pro 1.000. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Dieses bunte Kaleidoskop an Ingenieurwissen und Naturwissenschaften soll unseren Horizont erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die sich genial, tüftlerisch und wagemutig gezeigt haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi.